Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin super gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin jetzt losgelaufen und mache gerade schon meine erste Rast. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Bisher führte sie bis hier. Und je mehr ich mich auf diese Reise einlasse, umso sicherer weiß ich, sie führt zu mir. Jetzt geht's in die Drachenschlucht. Und jetzt wird's gruselig. Ganz herzliche Grüße aus einem wunderschönen idyllischen Vorort von Erfurt. Ich laufe gerade hier an der wunderschönen Saale entlang. Es ist so ein schöner Tag heute. Ich bin jetzt 16 Tage. Das ist der 16. Tag, wo ich unterwegs bin. Hört ihr das? Ich bin in einem Märchenwald. Ja, das ist die Strafe, wenn man vom Wanderweg abkommt. Da darf man hier schön an der Straße langlaufen. Der Winter ist da. Der letzte Neujahrsvorsatz steht in der Ecke. Er setzt schon schwimmen Leben an. Im Aschenbecher glimmt die letzte Zigarette. An der Wand hängt ein Fitnessprogramm. Das Abendkleid in Größe 34 hängt in deinem Schrank und bald passt du da rein. Wenn ihr ab jetzt nichts mehr von mir hört, dann bin ich einfach weggeweht worden. Denn es stürmt in der Heide. Kurz was zu meinem Zustand jetzt nach, ja, nach einem Monat. Ich habe, also jetzt gerade merke ich, dass ich, ups, Moment, jetzt gerade merke ich, dass ich, dass mein Körper so ein kleines Tief hat. Also Ein kleiner Regengruß, ja, zwischendurch. Ich hätte nicht erwartet, dass ich in einer Stadt, ich bin noch in Potsdam gerade, dass ich in einer Stadt einen so tollen Wald finde, wo man das Gefühl hat, man ist wirklich irgendwo ganz weit draußen in der Natur. Zigarette. An der Wand hängt dein Fitnessprogramm. Das Abendkleid in Größe 34 hängt in deinem Schrank und bald passt du da rein. Und wenn nicht, dann ziehst du den Bauch einfach ein. Wenn du was ändern willst, musst du dein Ändern leben, sonst ändert sich in deinem Leben nichts. Wenn du was ändern willst, musst du dein Ändern leben, sonst ändert sich in deinem Leben nichts. Ja, die letzten Tage waren für mich ein bisschen turbulent, wie wahrscheinlich für viele andere von euch auch. Die Situation, die muss man erstmal für sich ja, neu organisieren. Man muss das Leben neu organisieren, die Pläne neu organisieren. Meine Reise ja, unterbreche ich jetzt erstmal. Natürlich, ich habe gar keine andere Wahl. Und ich habe mich entschieden, die Zeit dafür zu nutzen, das, was ich erlebt habe in den letzten Wochen, jetzt einfach schon mal zu reflektieren und zu schauen, was habe ich daraus gezogen. Und da werde ich euch natürlich auch dran teilhaben lassen. Ich wollte das erst nach den 6 Monaten machen, aber jetzt mache ich es halt nach 2,5 Monaten.